Ja, es ist leider wieder mal passiert. Es gab wieder einen Beißvorfall, diesmal in Leoberstdorf auf einem Abrichteplatz, wo ein kleiner Hund zum Agility rein wollte, 5 Minuten vor Kursbeginn, und 3 Schäferhunde vom Obmann des Vereins und vom Trainer und von Norm-Trainer, also von den eigentlich von den Abrichteplatzleuten, die Schäferhunde haben den kleinen Hund totgebissen. Das wirft natürlich wieder Fragen über den Schutzhundesport auf, auch wenn Sie Schutzhundesportler nicht wissen wollen oder nicht hören wollen. Und das ruft wieder den Fanatiker Herrn GST auf den Plan. Und noch einmal, ich bleib dabei, dass der Schutzhundesport für Bundesheer, Polizisten, für Leute, die das beruflich brauchen, total in Ordnung ist. Aber der Franz von der Öferstirn braucht keinen Hund, der auf Kommando angreifen kann. Das braucht er einfach nicht, ja? Weil wenn der Franz von der Öferstirn nicht manns genug ist, dass wenn er ihm einer ansteckt, dass er ihm selber einen in die Goschen haut, ja, dann soll er halt schnell rennen, dann soll er joggen gehen und rennen lernen. Du hast nur 2 Möglichkeiten, du haust hier oder du rennst, ja. Aber ich brauche keinen Hund, den ich im Zweifelsfall für das, nein, das ist ja nur der Sport. Also die Leute argumentieren ja, da geht es ja nicht darum, dass sie den Hund, das ist nur Sport. Ich bin 1,50 und habe 55 Kilo und ich sage euch was. Ich habe 4 American Staffords. Und uns Listenhunde besitzen wieder immer das kleine Ego oder das große Ego und das kleine was weiß ich, vorgeworfen, und wir werden stark mit unserem Hund. Meine Hunde stehen hinter mir, ja? Weil wenn irgendwer mich attackiert oder auf mich losgeht, dann bin ich froh genug, dass ich den selber in die Goschen habe. Da brauche ich meine, stell dir vor, mein Hund passiert was. Wenn einer meinen Hund tritt, den hocke ich um, den faschiere ich dort, ja? Also, never ever würde ich riskieren, dass meine Hunde verletzt werden. Ihm ist wurscht, ja? Ich hau mir eine in die, bam, und gib ihm. Also denke ich mir, wenn ich doch ein richtiger Mann bin, dann will ich doch meine Kämpfe selber ausfechten. Ich will doch nicht dem anderen für mich kämpfen lassen, oder? Was sagt das über mich aus? Wo am Duscher? Wo schloppen? Bin das Sahnehäubchen der männlichen Evolution? Weil ich lasse andere für mich kämpfen. Na, ich kämpfe selber. Und das erwarte ich auch von jedem richtigen Mann, dass er sich selber hinstellt und kämpft. Egal, welchen Hund er hat. Auf jeden Fall kamen da wieder Argumente wie, naja, das heißt ja nicht, dass der Schutzhundesport schlecht ist oder Abrichteplätze schlecht sind. Eh nicht alle. Aber es gibt genug, wo noch Handlungsbedarf besteht und keiner handelt. Und das ist es. Eine adäquate Ausbildung für Otto-Normalverbraucher kriegst du unter 80% nicht am Abrichteplatz. Weil da geht es um Turniersport, um Schutzhundesport, da geht es um einen Sport. Ja? Wobei der Schutzhundesport für mich schon lange kein Sport mehr ist, weil das ist ein Tier zu nötigen, anzugreifen, und das ist für mich kein Sport. Seid mir jetzt nicht besser. Wie gesagt, ich als Mann greife selber an. Und die ganzen Damen aus dem Schutzhundesport, die den männlichen Kollegen ja dann nachreifen, weil sie haben so tolle Hunde, ich bin Frau genug, um meine Kämpfe selber zu regeln. Auch mit 4 Staffs im Rücken. Die sperre ich ein und geh kämpfen, damit einer ja nichts passiert. So wertvoll sind mir meine Hunde. Ich hätte nie riskieren, dass dem irgendwas passiert. Und ja, vielleicht mochte der kein, der, das heißt ja nicht, dass der Akku ist, vielleicht mag der einfach keine kleinen Hunde. Ich mag keine Schutzhundesportler, und der wird jetzt alle maxeln. Ich bin nicht Akku, na. Mag's halt einfach nicht. Ein anderer Kommentar war von einer anderen Dame, ja, ich war auf dem Abrichterplatz, mein Hund ist von dem Schäfer und auch schwer verletzt worden am Parkplatz vor dem Abrichterplatz, ja. Also das war nicht der erste Vorfall, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da passiert nichts. Warum? Warum passiert da nichts? Jetzt Positives, dass man sagt, Leilon, und vor allen Dingen, ich war selber lange Jahre auf Abrichteplätzen, und besagter Herr GST war dann auf unserem Abrichteplatz, und nachdem der ein halbes Jahr, ich tut 4 Jahre gearbeitet, nachdem der ein halbes Jahr auf unserem Abrichteplatz war, habe ich gesagt, Leilon, wisst ihr was, wenn der mit seinen Methoden bei euch trainiert, bin ich dahin und bin gegangen. Und da stehe ich heute noch dazu, ja. Da gab es vor längerem schon die Diskussion, wie das mit dem Oberösterreicher Unfall war, wo der Hund Schutzhundesport gemacht hat, oder zumindest, und da sagen wir, der hat gar nicht Schutzhundesport gemacht. 80% aller, die in den Schutzhundesport gehen und das machen, brechen ab. Da geht es nicht um die 5 Hanseln, die das durchziehen und sich dann gut fühlen. Da geht es um einen Horstl von der Öferstirn, ja. Und ich bin Schutzhund, da bin ich Chef und mache ich Schutz, ja. Und dann, ja, beißen kann er, super, aber der Trottel lässt nicht aus. So, dann ist er untauglich für den Schutzhundesport und geht. Das heißt, wir haben einen Hund, der super gut beißen kann, aber blöderweise nicht auslässt. Und davon
ist die Mehrheit betroffen, die den Schutzhundesport ausübt, weil du brauchst weder einen Befähigungsnachweis, du brauchst nichts, du nimmst einfach einen, sag mal, einen Schäferhund, weil das ist halt so diese Elite dieser Hunde. Du nimmst halt einen Schäfer, am besten nur einen Mali, weil die sind schön triebig. Die hat Otto Normalverbraucher in der 40 Quadratmeter Gemeindebausiedlungswohnung wird in unter Kontrolle, also der kann das sicher. Und dann machst du Schutzhundesport mit ihm. Was passiert mit den ganzen Hunden, die den Schutzhundesport abbrechen? Gar nichts. Und da gehört eingeschritten, Du willst Schutzhundesport machen, du musst einmal ein psychologisches Gutachten, du musst ein paar Wesenstests, nicht der Hund, du als Mensch musst ein paar Wesenstests durchlaufen. Und das, ja? Und dann, wenn du die durchlaufen hast, und wenn du dann diese Ausbildung abbrichst, dann verpflichtest du dich, dass du ein Resozialisierungstraining mit dem Hund machst, dass der wieder wegkommt. Ich war live dabei, ja, wie ein angehender Schutzhund, der schon am Ärmelschäh trainiert war, einkaufen war, ich war auch zufällig einkaufen, er grüßt mich, ich grüß ihn, er geht weiter, am Billerparkplatz, kommt eine alte Frau bei einem Autoführer und die hat die Hand so eingipst gehabt, also so, ja. Was soll ich euch sagen? Der nette Schäfer und hat besagte Dame über den halberten Billerparkplatz geschliffen. Weil der hat diese Armstellung gesehen, der Gips war zwar weiß, aber das war ihm relativ wurscht. Und solche Unfälle und Unfälle in diesem Sport sind, seid's mir nicht besser, nicht außergewöhnlich. Nur, es dringt halt nicht nach außen. Weil wenn der Trainer, weil er nicht auslässt, eine Karte hat, dann wird das nicht an die große Glocke gehängt. Das heißt, bei uns ist noch nie was passiert. Ich weiß das von unserem Hundesport, Schutzhundesport. Da ist genug passiert. Und kassen Sie mal, na, also bei uns ist noch nie was passiert. Ich bin so ehrlich, wenn ich was verkackt, mache ich wieder und sage, Leilen, ich hab's verkackt. Warum kann man nicht sagen, scheiße, 3 Beißvorfälle in dem Monat. Haben wir falsch gemacht. Wie können wir es besser machen? In dem Moment, wo ich meinen Fehler unter den Tisch kehre, habe ich auch nicht vor, ihn zu verbessern. Mir wurde nämlich vom besagten Herrn GST vorgeworfen, dass ich durch den tierschutzrelevanten Hundetrainer geflogen bin. Ja, bin ich geflogen und weiter. Der ist für meine, den mache ich freiwillig, weil den brauche ich nicht. Ich habe andere Ausbildungsbefähigungsnachweise und Geschichte erledigt. Und nach dem letzten Video habe ich dann den Herrn GST, weil er schon wieder bei mir ständig kommentiert, ich schaue mir seine Videos gar nicht an, aber er kommentiert ständig, habe ich ihn blockiert. Und da muss ich euch sagen, da kommt dann wieder dieses leider etwas kleine Selbstwertgefühl des Herrn GST zum Vorschein. Er hat mir am Abend eine WhatsApp-Nachricht geschickt, Leilen, wie Lulu ist das? Das ist Mädchen, nicht einmal ein Mädchen macht sowas, ja? Das ist unterirdisch. Hat er mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Danke, dass du mich blockiert hast. Jetzt brauche ich mir deine Videos nicht mehr anzuschauen. Es gibt einen Knopf, wenn mein Video aufploppt und du hörst nach den ersten 2 Sätzen, na, die ist nicht auf, mag ich nicht, drückst du und ich bin weg. Und noch besser ist es, du blockierst mich auf Facebook, wo auch immer. Dann musst du mich nie wiedersehen. Das nur mal so als Anleitung für die Leute, die halt glauben, ja.